So, nochmal. Na, geht wieder. Wieder aus, bitte. Also, weißt du, ich helfe dir ja wirklich gerne, aber irgendwie war es schon mal spannender. Ja, Autos reparieren ist nicht nur Action. Manchmal einfach nur fummelige Geduldsarbeit. Mhm. Oder glaubst du bist schon reif für größere Projekte? Nein. Naja, aber einiges habe ich mittlerweile schon mitbekommen. Was macht eigentlich Tommy da an dem Auto? Sieht irgendwie interessanter aus. Na, gute Gelegenheit, mir zu beweisen, was für ein Fachmann du geworden bist. Also, bei diesem Fahrzeug hört man vor allen Dingen, wenn es kalt ist, Quietschgeräusche aus dem Motorraum. Na, eine Idee? Keilriemen. Hey, klasse. In diesem Fall liegst du ausnahmsweise mal richtig. Abgesehen davon, dass man heutzutage nicht mehr vom Keilriemen spricht, sondern vom Keilrippenriemen. Und dass es noch zig andere Auslöser für die Geräusche geben kann. Wozu braucht man den Nebenaggregatetrieb eigentlich? So heißt er nämlich heute. Naja, für die Nebenaggregate. Die da sind? Lichtmaschine. Generator, genau. Und die Wasserpumpe. Kühlmittelpumpe. Entschuldige, einmal sollte man die korrekten Begriffe nennen. Schließlich haben wir ja Zuschauer. Ja, schon gut. Sag mal, Keilriemen, ist das nicht das Teil, das man zur Not auch durch einen Damenstrumpf ersetzen kann? Konnte. Naja, früher. Warum konnte man und kann nicht mehr? Ach so, weil es eben früher ein Riemen war, der die Kurbelwelle mit der Lichtmaschine und der Wasserpumpe verbunden hat. Ja, tut er das heute nicht mehr? Ja, doch. Aber heute ist es komplizierter und aufwendiger, weil auch viele weitere Komponenten darüber angetrieben werden. Und das hat zur Folge, dass die zu übertragenden Kräfte deutlich gestiegen sind. Und welche Komponenten sind das? Ich zeig's ja hier. Hier siehst du den Keilriemen mit seinen ursprünglichen Aufgaben. Er verbindet die Kurbelwelle mit der Lichtmaschine und der Wasserpumpe. Mhm. Und jetzt zeige ich dir, womit es Tommy zu tun hat. Hier sieht es schon deutlich komplexer aus. Tommy, einen kleinen Moment mal bitte. Aber du als Fachmann wirst mir bestimmt erklären können, welche Aggregate hier angetrieben werden. Ach, du machst du das. Du kannst einfach viel schöner erklären. Schon klar. Also, auch hier haben wir die Kurbelwelle, Lichtmaschine und Wasserpumpe und zusätzlich den Klimakompressor. Außerdem haben wir noch die Spannrolle und zwei Umlenkrollen. Sieht schon deutlich komplizierter aus. Ja, und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Anforderungen an den Nebenaggregatetrieb werden immer größer. Und das hat mehrere Gründe, aber das erkläre ich dir besser im Schulungsraum. Oh, hast du ihn wieder hübsch für mich hergerichtet. Na klar, versteht sich davon selbst. Ja, und Klimakompressor und so, das sagt mir ja alles was. Aber wozu brauche ich denn diese Spann- und Umlenkrollen? Sag mal, du stellst ja immer die passenden Fragen. Das steht doch alles im Drehbuch. Ach so. Ja, Volker, gut, dass du es ansprichst. Spann- und Umlenkrollen haben tatsächlich eine wichtige Aufgabe im Riementrieb. Früher wurde der Keilriemen über die Lichtmaschine gespannt, so wie bei meinem Commodore da draußen. Heute übernimmt das die Spannrolle. Und was ist mit den Umlenkrollen? Die führen den Keilrippenriemen eng um die Aggregate und sorgen damit für eine optimale Drehmomentübertragung. Ah ja. Und hier auf der Werkbank? Liegen lauter Spannrollen. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche. Die mechanischen und die hydraulischen Spannrollen. Bei den mechanischen unterscheiden wir wiederum zwischen manuellen und automatischen Ausführungen. Manuelle Spannrollen werden durch Verdrehen der Grundplatte oder eines Exzenters eingestellt. Und damit bestimmt der Mechaniker die Riemenspannung. Lass mich raten, bei der automatischen muss er das dann nicht mehr machen. Genau. Hier übernimmt die Kraft der Feder die korrekte Einstellung der Riemenspannung. Und außerdem wird in Kombination mit den innenliegenden Reibelementen die Federbewegung gedämpft und damit der Riementrieb beruhigt. Wenn alles montiert ist, verdrehst du die Spannrolle so weit gegen die Federkraft, bis sich der Sicherungssplint leicht mit der Hand rausziehen lässt. Und damit ist dann alles erledigt? Ja, genau. Und wie ist das bei den hydraulischen? Die haben ein Hydraulikelement an der Grundplatte montiert. Die Feder ist jetzt hier drin und die Dämpfung erfolgt nicht mehr über Reibelemente, sondern durch Hydraulikflüssigkeit. Automatischer Spanner bedeutet also, dass der Riementrieb immer auf die korrekte Spannung eingestellt ist. Und das Federdämpfersystem die Schwingungen reduziert und damit den Riementrieb beruhigt. Ja, Moment, also dass der Riemen gespannt werden muss, das verstehe ich ja. Aber welche Schwingungen muss ich denn reduzieren?
Verbrennungsmotoren haben, wie du ja weißt, eine Drehunggleichförmigkeit, die den Riementrieb in Schwingungen versetzt. Und es kommt noch etwas hinzu. Was ist derzeit der Trend in der Motorenentwicklung? Downsizing. Richtig, das bedeutet? Naja, also die Motoren werden immer kleiner, sowohl was die Anzahl der Zylinder anbelangt, als auch den Hubraum. Und trotzdem soll die Leistung steigen und der Komfort auch. Und das bei geringerem Verbrauch. Richtig. Das Problem ist aber, dass diese modernen Motoren im Grunde genommen rauer laufen. Die Drehunggleichförmigkeit heutzutage daher also eher größer geworden ist und aufwendiger ausgeglichen werden muss. Und dann gibt es ja noch Downspeeding. Downspeeding? Bedeutet, man kann sehr komfortabel im niedrigen Drehzahlbereich fahren und Kraftstoff sparen. Dadurch wird der Riementrieb aber noch stärker in Schwingungen versetzt. Ja, die ich mit meinen automatischen Spannrollen aber abfange. Naja, inzwischen brauchen wir noch weitere Bauteile zur Reduzierung. Wie zum Beispiel den Generatorfreilauf. Was für ein Ding? Generatorfreilauf. Das ist die Riemenscheibe auf dem Generator, die ihn vom Riementrieb entkoppelt und damit die Schwingungen dämpft. Und hier siehst du den Riementrieb mit und ohne Generatorfreilauf. Oh ja, also der Unterschied ist wirklich deutlich zu sehen. Aber trotzdem geht die Entwicklung im Bereich der Schwingungsdämpfung ständig weiter. Dieser Riemenscheibenentkoppler zum Beispiel sitzt direkt auf der Kurbelwelle und minimiert schon hier die Übertragung der Drehunggleichförmigkeit in den Riementrieb. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass bei all diesen Entwicklungen natürlich auch der klassische Keilriemen ausgedient haben dürfte. Stimmt. Der hat zwischenzeitlich schon einige Generationen durchlebt. Du hast doch vorhin angesprochen, dass die Ansprüche der Autofahrer an den Komfort weiter gestiegen sind. Und was bedeutet das? Klimaanlage, Sitzheizung, Navi? Ja, dass du mehr elektrische Verbraucher hast. Und stärkere Generatoren brauchst, genau. Mhm. Und der Riementrieb? Ja, der ist höheren Belastungen ausgesetzt. Korrekt. Das ist der klassische Keilriemen, so wie er auch bei meinem Fahrzeug eingebaut ist. Bei dieser gezahnten Ausführung sind engere Umschlingungsradien möglich, aber die Anzahl der Aggregate ist begrenzt. Heute werden überwiegend diese flachen Keilrippenriemen eingesetzt. Damit kannst du mehr Aggregate über engere Radien mit höheren Drehmomenten antreiben. Und dieser Riemen verfügt über ein beidseitiges Rippenprofil. Das heißt, hier kann ich mit der Vorder- und der Rückseite Aggregate antreiben. Genau. Das macht komplexe Riementriebe auf engstem Bauraum erst möglich. Wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, wie überschaubar das bei meinem Oldtimer ist, dann zeige ich dir mal, was dich heute erwarten kann. Ach du liebe Zeit, da würde ich ja überhaupt nicht mehr durchblicken. Was machst du jetzt? Leg doch mal auf. Oh je, das ist ja wie ein Geschicklichkeitsspiel. Und jetzt stell dir noch vor, du müsstest noch weitere Komponenten austauschen, wie zum Beispiel den Riemenspanner. Und das in einem Motorraum, wo es richtig eng zugeht. Ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Deshalb haben wir auch einen Einbauhinweis in unserem Fiat-Kit. Fiat? Wieso Fiat? Ich denke, das ist für alle Automobilhersteller. Fiat. F-E-A-D. Front-End Auxiliary Drive. Nebenaggregatetrieb. Ach so, ja, sag's doch gleich. Ein Fiat-Kit enthält individuell für jeden Fahrzeugtyp alle benötigten Bauteile zur Wartung des gesamten Nebenaggregatetriebs. Wie du heute gesehen hast, unterliegt der gesamte Riementrieb immer höheren Belastungen und die verbauten Komponenten werden immer komplizierter. Für einen aufgetretenen Schaden kann deshalb auch ein Defekt an einem ganz anderen Bauteil ursächlich sein. Das bedeutet also, dass es nicht ausreicht, nur das defekte Teil auszutauschen. Richtig. Wenn beispielsweise der Spannarm gebrochen ist, kann die Ursache hierfür in erhöhten Schwingungen liegen. Hervorgerufen durch einen verschließenden Torsionsschwingungsdämpfer oder einen nicht mehr intakten Generatorfreilauf. Wenn du die wahre Ursache für den Schaden nicht behebst, ja, dann stehst du nu mit dem gleichen Schaden wieder in der Werkstatt. Genau. Deshalb sind einige Fahrzeughersteller dazu übergegangen, feste Prüf- und Wechselintervalle für den Nebenaggregatetrieb vorzuschreiben. Ach so, so wie wir es vom Zahnriemen her kennen. Komm, lass uns rausgehen in die Werkstatt, mal sehen, wie weit Tommy ist. Jo, okay. Fiat. Sag mal, du musst aber auch wirklich mal ein bisschen an deiner Aussprache arbeiten. Und du kannst dir mal die Ohren waschen. Und Tommy, wie weit bist du? Fast fertig. Tatsächlich, alles ausgetauscht. Alles, was im Fiat geht, für dieses Fahrzeug vorgesehen war. Komm mal her. Spannrolle, Umlenkrollen, Generatorfreilauf, Wasserpumpe, Riemen. Du, sag mal, haben wir uns dermaßen verquatscht? Naja, du hast schon ganz schön
Entschuldigung. Konzentriere dich mal lieber auf die Arbeit, von der du wirklich was verstehst. Wischerhebel betätigen und so. Du unterschätzt mich mal nicht, ja? Ich habe durchaus technisches Verständnis. Ach ja? Ja, hier zum Beispiel. Ist was? Die Hupe?